Die JFE Group ist eines der wichtigsten internationalen Wirtschaftsunternehmen Japans. Seine Tätigkeit reicht von der Stahlproduktion und Bearbeitung über die Werftindustrie bis zur Umsetzung von Infrastrukturen und großen öffentlichen Anlagen. Die JFE Group beschäftigt 54.000 Angestellte in 230 Gesellschaften und hat einen Gesamtumsatz von ungefähr 32 Milliarden Euro. JFE Engineering ist mit seinen 7.300 Angestellten und einem Umsatz von über 2,7 Milliarden Euro eine der Hauptgesellschaften der Gruppe. Die spezifischen Abteilungen arbeiten in folgenden Bereichen: Umwelttechnik, Abfallverwertung, Energieerzeugung, Realisierung von Stahlstrukturen und industriellen Systemen sowie Forschung und Entwicklung. Kompetenzen im Bereich des Ingenieurwesens und der Planung, umfassende praktische Erfahrung und ein ausgeprägtes Wissen um gesellschaftliche Veränderungen geben dem Unternehmen eine klare Zukunftsvision. JFE Engineering verfolgt eine Umweltpolitik, die Unternehmenswachstum und Respekt gegenüber der Umwelt vereint. Japan hat als bevölkerungsdichtes Land Fragen des Umweltschutzes viel Aufmerksamkeit geschenkt, darunter auch dem Problem der Abfallentsorgung. Davon ausgehend arbeitet JFE Engineering seit über 40 Jahren daran, Abfall in eine Ressource zu verwandeln. JFE Engineering hat seit 1968 bis heute über 150 Wärmebehandlungsanlagen geplant und gebaut und ist zu einem der führenden Unternehmen in der Branche geworden. JFE Engineering hat so zum Erfolg Japans im Bereich der modernen Abfallentsorgung beigetragen. Dank technischer Anwendungen ist es Japan deshalb gelungen, die Inanspruchnahme von Müllhalden drastisch zu reduzieren. In diesen wird inzwischen nur 2% des produzierten Abfalls entsorgt. Das wachsende Bewusstsein um die Bedeutung des Umweltschutzes treibt in der Tat dazu, die Zahl der Müllhalden und die damit verbundenen Probleme zu minimieren. Um das Zeitalter der Müllhalden zu beenden, hat auch die Europäische Union eine neue Strategie bei der Abfallentsorgung ergriffen, die auf Wiederverwertung und Recycling beruht. Momentan wird in der Europäischen Union fast 40% des städtischen Abfalls noch auf Müllhalden entsorgt. Abfall, der nicht wiederverwertet werden kann, sollte durch die Anwendung von zuverlässigen Technologien der Wärmebehandlung in Energie und andere wieder einsetzbare Materialien umgewandelt werden. Aus diesem Grund entwickelt JFE Engineering schon seit über 40 Jahren vielfältige Anlagen für die Wärmebehandlung von Abfall. Heute kann das Unternehmen alle herkömmlichen Technologien in modernster Vollendung anbieten, so etwa das Hypergrade System, eine höchstmoderne Entwicklung der Grilltechnik, mit der bestmögliche Ergebnisse in diesem Prozess erzielt werden können. Die wachsende Nachfrage nach Umweltverträglichkeit hat zu immer strengeren Normen und Kriterien der sozialen Akzeptanz geführt. In diesem Bewusstsein hat JFE sein fortschrittlichstes Modell entwickelt, das auf dem Prozess der Vergasung beruht, das High Temperature Gasifying and Direct Melting System. Die High Temperature Gasifying and Direct Melting System Technologie verbindet beste Leistungen des Umweltschutzes, hohe Energieeffizienz und eine hohe Zuverlässigkeit. Das Hauptmerkmal des angewendeten Prozesses ist die indirekte Verbrennung. Bei der indirekten Verbrennung werden die Abfälle nicht mehr direkt verbrannt, wie das in herkömmlichen Anlagen passiert, sondern sie werden in Gas umgewandelt. Das produzierte Gas wird zur Erzeugung von elektrischer Energie und von Wärmeenergie benutzt, die durch eine effiziente und kontrollierte Verbrennung produziert werden. Dank dieser Technologie ist es darüber hinaus möglich, den nicht brennbaren Teil des Abfalls in Form von körniger, fester Schlacke wiederzugewinnen. Diese wird in Japan im Bauwesen und in der Industrie wiederverwendet. Auf diese Weise wird die Produktion von Asche verhindert. Der Brennofen ist eine der Hauptkomponenten des Systems. Er wird aus dem Mülltrichter mit Abfall versorgt. Im Feuerraum werden die Abfälle im Gasifying Bed zu Gas verwandelt. Dies passiert bei einer Temperatur zwischen 550 und 650 Grad Celsius, und zwar durch die kontrollierte Zufuhr von Luft durch die Secondary Tuyu. Der nicht brennbare Teil des Abfalls sinkt in die Melting Zone, wo eine Temperatur von ca. 1600 Grad Celsius zum Schmelzen führt.
Die sehr hohe Temperatur wird, wie bei Anlagen zur Stahlproduktion, durch den Gebrauch von Kohle erzielt und ebenso durch die kontrollierte Zufuhr von mit Sauerstoff angereicherter Luft über die Main Tuyere. Die so erzeugte flüssige Schlacke wird ständig abgeführt und wieder in den festen, körnigen Zustand überführt, was die anschließende Trennung von Metallen und anderen Rückständen erlaubt. Das aus dem Abfall produzierte Gas steigt im Freeboard auf, wo der Transformationsprozess abgeschlossen wird. Die Entstehung von Schadstoffen wird dank hoher Temperaturen von 850 bis 950 Grad Celsius unterbunden. Das aus dem Abfall gewonnene Gas wird dann im Secondary Combustion Chamber benutzt. Mittels eines Heizkessels produziert die Hitze Dampf von hohem Druck und hoher Temperatur. Aus dem Dampf wird mittels eines hocheffizienten Ablaufs elektrische Energie gewonnen oder er kann für Fernwärme oder andere industrielle Anwendungen genutzt werden. Um die Umweltverträglichkeit der Anlage weiter zu steigern, können die restlichen Aschen und Stäube des Prozesses aufgefangen und in den Brennofen transportiert werden, wo sie wärmebehandelt werden können. Die Abgase werden, nachdem sie das übliche Abgasbehandlungssystem passiert haben, ständig kontrolliert und es werden Stichproben entnommen, um die Qualität zu bestimmen und zu dokumentieren. Schließlich werden sie in die Atmosphäre entlassen. Laut offiziell bescheinigter Messergebnisse liegt in Japan ein Emissionsniveau vor, das weit unter dem verlangten Durchschnittsniveau liegt. Insbesondere die Dioxinkonzentration ist über 1000-mal geringer als die europäische Bezugsnorm. Die High Temperature Gasifying and Direct Melting System Technologie bietet vor diesem Hintergrund die Lösung, um Probleme im Kontext der Wärmebehandlung von Abfall in der modernen Gesellschaft zu lösen. Hohe Effizienz bei der Energieproduktion, registrierter Leistungsgrad von 30% in japanischen Anlagen. Sehr reduzierte Umweltbelastung, das System hemmt die Bildung von Dioxin durch die reduzierende Atmosphäre bei hoher Temperatur im Freeboard-Bereich. Alle von JFE realisierten Anlagen erzielen Niveaus des Dioxinausstoßes, die deutlich unter dem verlangten Niveau liegen. Sicherheit und Zuverlässigkeit. Sie sind bezeugt durch Funktionsberichte von über 10 Anlagen, die seit 2003 in Betrieb sind. Produktion von Schlacken und wiederverwertbaren Metallen. Schlacken und Metalle werden in Japan im Bereich des Bauwesens und der Industrie als Konstruktionsmaterial und zur Asphaltierung von Straßen, zur Materialauffüllung sowie als Rohstoff für Beton und so weiter verwendet. Entsorgung von verschiedenen Arten von Abfall. Eine große Bandbreite an Materialien kann behandelt werden, darunter Reste der Autoverschrottung, gefährlicher Müll und sogar Materialien aus der Entleerung von Müllhalden. Große operative Flexibilität. Die Kapazität der Anlagen reicht von weniger als 30 bis zu mehr als 300 Tonnen am Tag. High Temperature Gasifying and Direct Melting System ist eine geprüfte Technologie der Vergasung. Aufgrund der ordnungsgemäßen und effizienten Funktionsweise der Anlagen, die seit Jahren in Betrieb sind, wird sie sehr geschätzt. JFE Engineering verbindet Spitzentechnologie mit umfassender Erfahrung bei der Planung und Realisierung von Anlagen für eine umweltverträgliche Zukunft.